Ja, hallo und willkommen in der Werkstatt. Gibt noch einen kleinen Elektronik-Snack zum Wochenende. Hier mal mein Finger als Maßstab. ja, USB-Stick. Und zwar, den habe ich schon ewig rumliegen, diesen Stick. Wie komme ich jetzt da drauf? Ich hatte hier diese beiden Exemplare hier von SanDisk. Die hatte ich zu Hause im Einsatz, immer wieder für verschiedene Sachen benutzt. Hier waren ein Betriebssystem-Image drauf, Kubuntu. Wollte davon booten, wird nicht mehr erkannt. Hier hatte ich, den habe ich nur zu BIOS-Flaschen und sowas genommen, eingesteckt, wird nicht mehr erkannt. Wollte sie eigentlich schon wegschmeißen, habe sie schon auseinandergenommen gehabt. Dachte ich hier, ja, steckst du mal nochmal hier an den Linux-Rechner rein. Jo, werden erkannt. Hier keine Partition mehr drauf. Also die Datenpartition, die Datenstruktur irgendwie vernichtet. Okay, das Partitionierungsprogramm hier von SUSE, weiß nicht, wahrscheinlich irgendein Gepartit-Klon gestartet, neue Partition angelegt, funktioniert. Also wer irgendeinen USB-Stick hat, der hier genauso, da habe ich einfach das, was drauf war, das habe ich hier auch nochmal gelöscht, neue Partition angelegt. Wer einen USB-Stick hat, der unter Windows nicht mehr erkannt wird, einfach mal so als Tipp. Man kann auch sich, wenn man zwei Sticks hat, die meisten Leute haben zwei Sticks oder mehr, sich auf einen halt ein Linux-Image ziehen, von dem booten, dann den verschwundenen Stick, also der nicht mehr erkannt wird, keine Daten mehr hat, anschließen. Unter Linux wird er oft noch erkannt, warum auch immer. Und dann kann man den wieder einrichten und dann kann man den auch wieder nutzen, bis er das nächste Mal wieder ausfällt. Das sind eigentlich hier ganz schöne Sticks hier von SanDisk. Die sind zwar nur USB 2, sind noch schon ein bisschen älter, sind aber zumindest schnelles USB 2. Das heißt also, ein Stick, der eine ordentlich schnelle USB 2-Anbindung hat, ist manchmal schneller als das, was einem heutzutage als USB 3 verkauft wird. So, womit wir zu dem Ding hier kommen. Den habe ich vor, ich weiß gar nicht, einem Jahr oder länger bei Amazon gekauft, weil ich halt einfach mal einen etwas größeren Stick haben wollte. Damals war 64, ja steht's, 64 Gigabyte, noch relativ groß. Das Licht ein bisschen ändern. So, und der hat eine RGB-LED hier hinten drin. Deshalb dachte ich, ja klar, geil, RGB ist gut, nimmst du, mach den gleich schneller. Angeblich USB 3. Ja, ich habe ihn einmal rangesteckt, habe hier irgendwas drauf kopiert, dann war er weg. Wo ich jetzt diese anderen beiden Sticks hier damit rumexperimentiert hatte, fiel mir das Ding wieder ein, dass das noch an der Ecke lag. Bloß 10 € oder so gewesen damals. Also kein großer Verlust, aber natürlich ärgerlich, wenn man sowas kauft. Und dachte, probierst du das auch nochmal? Hab den auch nochmal angesteckt. Die LED ging immer noch. Also ich hatte dann praktisch ein RGB-Licht am USB-Anschluss stecken. Ja, dann habe ich den angeschlossen, versucht, das Partitionierungsprogramm zu öffnen. Eingefroren. Ja gut, okay. Partitionierungsprogramm erst geöffnet, dann den Stick ran. Irgendwann konnte ich darauf zugreifen. Hab auch gesehen, ja, 64 Gigabyte freier Platz. Versucht eine Partition anzulegen, Programm abgestürzt, Stick tot. Jetzt geht nicht mal mehr die RGB-LED. Also gucken wir jetzt einfach mal rein in das gute Stück. So, bloß ein bisschen. Ich will, dass man was erkennen kann, deshalb diese extrem reingezoomte Sicht hier. Andererseits ist natürlich jetzt blöd, ist der Bildausschnitt sehr, sehr klein. Ich versuche einfach mal jetzt hier drinnen zu bleiben. So, wollen wir mal reingucken in das Ding. Knirscht. Ja, super solide mit Metallgehäuse und Pipapo und naja, das ist hier so eine Aluhülse und hier steckt auch bloß. So, guck mal, was haben wir denn hier? Ich sehe erstmal hier was Captain Tape. Ah ja, das ist offensichtlich die LED hier. Unterm gelben Kapton-Tape ist ja blöd. So. Das ist der Diffuser für das RGB-Licht. Was haben sie denn hier gemacht?
Ein Stück Diffuser tatsächlich aus dem LCD-Bildschirm haben sie genommen. Das ist dieses Lichtverteilermuster, was eigentlich dazu gedacht ist, dass wenn Licht an der Seite einfällt. Warte mal, vielleicht kann ich das mal zeigen mit einer Taschenlampe oder so. Wenn Licht an der Seite einfällt, dass das dann an diesen kleinen Karo-Strukturen nach vorne gestreut wird und dann halt eine gleichmäßige Lichtauskopplung aus diesem Lichtleiter entsteht. Gucken wir mal. Von der Kante aus hier reinleuchten. Naja, ein bisschen kann man es sehen, wie das halt leuchtet hier. Das ist hell. Ja, das Licht geht praktisch hier an der Kante rein oder in dem Fall dann, so wie sie es hier angewendet haben, praktisch von unten. Aber da brauchst du eigentlich bloß einen Diffuser, dann brauchst du gar nicht sowas hier. Und dann sind halt hier solche kleinen Strukturen, die das Licht, was hier praktisch so lang oder so lang durch die Streuplatte wandert. Das Licht wandert ja praktisch hier dann so hoch und runter im Zickzack hier durch zwischen den Schichten. Und diese Struktur hier, die greift sich da sozusagen immer ein bisschen was raus aus diesem Lichtstrom und reflektiert das nach vorne raus über Winkel. Wie funktioniert das? Belichtung anpassen ein bisschen? Naja, nee, es bleibt einfach weiß. Gut, okay, nachdem wir das geklärt haben, ist natürlich Blödsinn. Ein einfaches Stück, weiß ich nicht, Butterbrotpapier oder so hätte auch gereicht. Und dann haben sie noch mal hier eine Streufolie oben drüber. Na gut. So. Ach, geht das jetzt hier nach hinten rauszuschieben? Nee. Nach vorne? Oh, okay. Hätte ich leichter haben können. Das ist hier eine Rastnase, aber die rastet nirgendwo ein. Auch nicht schlecht. So, was sehen wir hier? Eine Menge Kapton-Tape. Machen wir das mal ab. Kriegen wir das ab? Ja, ich muss mal aufpassen, dass ich im Bild bleibe. Ja, hier ist eine schöne Falte. Hier kann ich reingreifen. Hier hinten haben sie auch noch irgendwas draufgeklebt. So, okay. Hier haben wir also die üblichen USB-Stick-Innereien. Was haben wir denn hier? Kriege ich das Plaste, den Plastikkragen hier noch ab? Ach, das ist hier eingehakt. Das ist der Haken hier. Geht trotzdem nicht ab. Dieser Haken hier, der geht nach innen, sodass das hier sich an der Platine festhaken kann. Hochbiegen. Ja, mal hier reingreifen. Jetzt bewegt sich's. Das muss hier auch noch verhakt sein, so wie das aussieht. Okay. So. Jetzt haben wir den nackten Stick hier. Gucken wir mal, ob wir was erkennen können. Ich glaube, ich sehe auf dem Kamerabild mehr als mit meinen eigenen Augen. Mit meinen, oh Gott, da denke ich lieber nicht nach, wie alt meine Augen sind. Also, was sehen wir? Erstmal sehen wir hier, dass mehr als vier Beinchen hier angeschlossen sind. Das heißt, das Ding ist tatsächlich USB 3. Oder wäre USB 3, wenn es funktionieren würde. So, was haben wir denn hier noch alles? Ist das hier? Vielleicht eine Sicherung? Poly-Switch-Sicherung? Vom Stil her, also ich rate hier auch bloß hier. Das ist alles hier Hühnerfutter. Hier sind ein Haufen Kondensatoren.
Manchmal sind ja auch kleine Drosselspulen in solchen Keramikgehäusen drin, dass die Ein- und Ausgänge verdrosselt sind. Aber hier würde ich auf Kondensatoren tippen. So, das ist offensichtlich der Flash-Chip. Und hier hinten sitzt die RGB-LED. Schade, dass ich sie nicht vorführen kann. Ich habe sogar Strom hier. Vom Labornetzgerät, aber da leuchten nicht mal die funktionierenden Sticks auf, wenn ich die hier anschließe. Warte mal, ich muss bloß erstmal hier irgendwie die. So, hier. Strom. Vielleicht sieht man es kurz aufblinken oder so. Also, wenn ich es an PC anstecke, dann blinkt es ganz kurz auf. Die LED. Müsste jetzt ein USB-Verlängerungskabel haben für den PC. Aber das habe ich halt nicht. Hier passiert gar nichts, außer dass 40 mA aufgenommen werden. Ja. Wird doch nicht heiß. Oder? Bei 40 mA kann auch nicht heiß werden. So, und auf der anderen Seite noch mehr Hühnerfutter und ein Mikrocontroller oder einen Flash-Controller. Und ich suche eigentlich jetzt noch irgendeinen kleinen 6-Pin-Chip oder sowas, um die LED hier anzusteuern. Aber das sieht fast so aus, als ob die LED auch von dem Flash-Controller mit angesteuert wird. Ja, mal gucken hier. Ich habe es gerade hier nochmal vor die Nase genommen. Ich sehe hier nichts. Na gut, okay. Kann auch sein, dass die LED ihren RGB-Zyklus einfach von sich aus macht und einfach nur angesteuert wird. Weil ich überlege gerade, wie war denn das, wo das Ding funktioniert hat. Er steckt dran, dann macht er einfach nur seinen Farbzyklus. Wenn er erkannt wird oder so, bricht er ab und fängt immer wieder bei Rot an. Das würde praktisch bedeuten, dass die LED völlig selbstständig arbeitet. Und bei Zugriffen, wie waren das bei Zugriffen? Tja, wie gesagt, kann ich jetzt nicht mehr rekonstruieren, weil jetzt ist er tot. Komplett tot. Also in dem Moment, wo ich versucht habe, hier ein neues Dateisystem draufzuschreiben auf dem Flash-Chip, hat sich der Controller hier komplett verabschiedet. Steuert nicht mehr die LED. Ja, so viel zu USB 3, USB-Stick. Von Amazon, von Moreslan. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt nach Moreslan suche, finde ich diese komische Firma garantiert nicht. Das ist einer von diesen komischen Marken. Doch, gibt's noch. USB Flash Drives Moreslan gibt es noch bei, aber nur, doch, es gibt eine Webseite und es gibt eine Amazon-Seite, da gibt es so einen Karabiner-Stick. Und das war's. Mehr nicht. Da gibt es also offensichtlich noch Restbestände. 32 GB, wer das unbedingt möchte, für 25 Euro oder so. Ja. Gibt doch, nee, es gibt noch mehr. Gibt noch mehr. Gibt noch mehr. Nee, ist nur der eine. Alles andere ist irgendwelches anderes Zeug. Also hier, eine tote Marke. Warum wohl? So, na gut, jetzt kann ich das hier in alle Schrott schmeißen und das hier in Elektronikschrott. Dann kommt alles dahin, wo es hingehört. Hier gibt es auch noch ein Stück Alu mit ein Stück Plaste drin. Nehme ich die Plaste vielleicht auch noch rauspurbeln. Gut, okay. So viel zu USB-Sticks. Also, wie gesagt, das hier mit dem Linux hier habe ich bloß nochmal erwähnt, weil manche hat einen kaputten USB-Stick zu Hause rumliegen. Die meisten wissen das im Grunde, dass man es einfach mal mit einem anderen Betriebssystem versuchen kann. Aber man macht es nicht, weil man einfach nicht dran denkt. So geht es mir jetzt gerade auch. Deshalb wollte ich das einfach nochmal erwähnt haben. Dass sich das eventuell lohnt. Nicht finanziell, aber manchmal mag man halt so einen USB-Stick und freut sich, dass er dann doch wieder geht. Frage ist dann immer nur, wie lange. Wenn es einmal gesponnen hat, das Ding, sieht man ja hier ran. Der hat gesponnen. Okay, war technisch noch funktional.
Ich habe ihn wieder angesteckt, habe gedacht, oh, vielleicht kriege ich ihn doch wieder zum Laufen, Datenstruktur neu erstellen, Feierabend, komplett Toast. Ich denke nicht, dass hier irgendwas hardwaremäßig hier drinnen kaputt ist, ich denke, dass einfach nur die Firmware hier von dem Flash-Controller sich irgendwie so weggehakt hat, dass es einfach ohne Zugriff auf die Firmware kriegt man das Ding halt nicht mehr zum Laufen. Und bei einem 64 Gigabyte Chip, Speicher, Stick, Chip, Ding, Bums hier, was realistisch heutzutage vielleicht noch 5 Euro kostet, ja, ist das natürlich Blödsinn. Schmeißt man das weg. Man sollte bei USB-Sticks nur immer im Hinterkopf behalten, auch dass die Dinger wirklich in Sachen Datensicherheit die unterste Schublade sind. Generell auch sogenannte Markenhersteller verwenden dafür bloß die Chips, die, naja, die am Ende übrig sind. Ne? Die besten kommen in SSDs, dann kommen irgendwelche. Ich glaube, naja, die besten kommen wahrscheinlich eher sogar noch in irgendwelche Handys oder sowas, wo die Reputation von dem Hersteller dran hängt. Dann kommen SSDs für Server und so, dann kommen SSDs für Consumer, dann kommen, das Zeug, was man irgendwo beim Chinamann findet, die SSDs, die plötzlich bloß die Hälfte kosten. Dann kommen die SSDs mit falschen Chips, wo bloß ein Viertel oder ein Achtel oder ein Sechzehntel der realen Speicherkapazität überhaupt drauf ist, aber ein bisschen Flash muss ja auch drin sein. Und dann kommen irgendwann die USB-Sticks, da wird dann der letzte Rest reingepackt. Dass die Dinger überhaupt Daten halten können, das ist einfach nur, das ist ein technisches Wunder, was einfach nur durch Fehlerkorrekturmechanismen, die hier in diesen Controllern laufen, überhaupt ermöglicht wird, dass hier überhaupt irgendeine vernünftige Rekonstruktion von einmal geschriebenen Daten wieder möglich ist. Aber führt zu weit, wenn ich über so eine Scheiße anfange zu erzählen, dann kann das manchmal stundenlang gehen. Also mache ich jetzt lieber Schluss und schönes Wochenende für alle, ne? Ciao!